Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Pro Evolution Soccer 2016. PES 2016 hier bei uns. Ja, letztes Mal haben wir ja die UEFA Europa League abgeschlossen. Mit Gladbach haben wir den Wettbewerb gewonnen. Und jetzt wartet der Verein, den ihr im Hintergrund schon seht, Manuel Neuer, der FC Bayern, wartet auf uns. Wir spielen die UEFA Champions League. Jetzt hier bei uns und wir fangen an. Natürlich neu. Spieleranzahl eine Niveau fortgeschrittener, ja. Und doch Profi, lassen wir mal fortgeschrittener. Spiellänge bei 5 Minuten. Die Verletzungen ein. Wählen Sie eine Mannschaft. Natürlich hier der FC Bayern. Die Gruppeneinteilung, wir sind mit North London, Olympiakos und dem FC Basel in einer Gruppe. Ja, sind Gott sei Dank alle großen Namen dabei. Ne, machen wir Zufall. So. Nein. Ja, komm, es sind immer die gleichen Dinger. Ja, dann machen wir es halt so. North London, Sevilla FC und Brescia wartet auf uns in der Gruppe. Oder auch nicht. So ist gut. Lazio, Olympiakos, Lazio, Lyon und Gent. Das sind unsere Gegner und es geht rein. Das ist die UEFA Champions League. Jawohl, die UEFA Champions League. Hier seht ihr es schon. Unser erstes Gruppenspiel gegen Lazio Rom. In Rom, gegen natürlich den FC Bayern München. Und bevor wir jetzt da irgendwas machen, gibt es erstmal hier die Mannschaftsaufstellung. Wie macht man denn das? Manuell festlegen. Aufstellung. So, wir haben hier Neuer im Tor, dann Alaba. Was macht denn Alaba hier? Alaba gehört hier hin, hier gehört Boateng hin. Ribéry natürlich. Für Costa. Lewandowski vorne drin, Coman kommt auf jeden Fall mit. Rafinha Bartstuber sollte vielleicht spielen. Was, wieso ist ein Name so schlecht? Aber es keine rechte Verteidigung gibt. Da müssen wir wohl so lassen. Da ist sogar Benatia noch besser wie Alaba. Nee, wir stellen das um. Nö. Linkes Mittelfeld, offensives Mittelfeld, das könnte gehen. Was haben wir dann verändert? Nichts. So, die sind immer noch so stark wie immer. Passt, Vidal passt. Alonso muss halt dann raus. Für ihn kommt dann Lahm rein. Lahm kommt aber auf die andere Seite rüber. Alaba ist dann richtig und dann passt. Jetzt auf der Bank.
Ja, so gefällt mir das. So lassen wir es. Auf geht's! Erstes Champions League Spiel bei uns hier. Gegen Lazio Rom in Rom. Im Estadio de Escorpião geht's jetzt. Die ersten drei Punkte. Jetzt beginnt die UEFA Champions League. Lazio Rom gegen den FC Bayern München. Und es geht raus. Die Jungs kommen raus und die Manege tobt. Es ist eine wirklich imposante Geräuschkulisse für ein mit Spannung erwartetes Spiel. Jetzt wird die UEFA Champions League Hymne gespielt. Der FC Bayern München. Arjen Robben, Ribéry, alle dabei. Boateng, Philipp Lahm. Wieso ist denn der nicht Captain hier? Neuer und Vidal. Die geklonten Schiedsrichter, die immer die gleichen sind. Und das ist unser Gegner beim heutigen Spiel. Jawohl, los geht's! Das Spiel hat Spiel begonnen. Läuft! Sehr gute Defensive. Thiago. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Ribéry. Ribéry guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Ball ist weg. Onassi. Bilia spielt das Ding lang. Bilia kickt die Kugel nach vorn. Irgendwie haben sie es geschafft, ungeschoren davon zu kommen. Müller. Robben. Auf dem Weg in Richtung 16. Verliert ebenfalls den Ball. Hat sich den Ball schön erlaufen. Allerdings hat es nicht dafür gereicht, auch abzuziehen. Vidal. Da kommt Philipp Lahm. Da ist Lewandowski. Erste Chance. Nur der Abschluss für die Bayern. Nee, es war Ribéry. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Ribéry nicht auf Robben, sondern auf Lewandowski. Und Lewandowski zieht ab und 1-0. Easy, easy, easy. Erstes Tor Robert Lewandowski. Der hat aber mal so richtig eingeschlagen. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Komm. Ein Ding du. Sie gehen mit 1-0 in Führung. Der Typ hat's einfach drauf und das hat er ihn. Ach komm, ist auf Vorteil. Ah Gott, das war ein Foul von Müller, aber nein, was Ding stört's. Und der kommt durch. Durch die Abwehr. Kein Tor kassieren, kein Tor kassieren. Das war knapp. Der Ball noch mit dem linken Fuß. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen mit Gewalt, aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Wo passt denn du hin? Das ist nicht dein Ernst, Neuer. Und der Torwart hat ihn. Das war ich zeig dir doch auch noch an, wo du hinpassen sollst. Rettungsstart. Ganz hohes Kompliment. Starke Leistung, Mario. Starke Leistung. Kurze Ecke. Hier ist Bilia. Da geht er alleine. Schon läuft der Gegenangriff. Und raus auf die Seite. Ribéry. Ribéry hat die Kugel und er hat Platz. Und Thomas Müller, Sensation. Puh.
Was? Wieso? Das war ganz klar Ball gespielt von Boateng oder wer das auch immer war, oder Vidal. Thiago. Guter Lauf mit dem Ball. Können Sie was draus machen? Er versucht ihn Lewandowski, Lewandowski 2-0. Der Ball ist im Netz. Der Typ ist doch eine Maschine. Der Typ ist doch eine Maschine. Sorry, aber es ist doch nicht zu fassen. Schaut euch das an. Einfach mal so vom Spitzenwinkel. Neides Ding. Das ist ein Lewandowski. Zwei Tore hat er schon im ersten Spiel. Also ich lege mich mal fest, mit diesem Vorsprung im Rücken müssen sie schon eine Menge falsch machen. Rekord von Messi und Ronaldo ist noch drin. Der Unparteiische bitte zur Pause. Und damit ist Halbzeit. 2-0 steht es für uns. Nach den ersten 45 Minuten. Gegen Rom. Und wir gehen in die zweite Halbzeit. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Da geht er durch. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Ja, komm, du spielst Schiedsrichter an. Und der Schiri pfeift dann. Also ich meine, naja. Stefan De Vries. Basta. Felipe Anderson. Onassi. Sauberes Tackling. Bei ihm ist Feierabend. Ribéry. Thiago. So eine Schwalbe. Der FC Bayern München hat heute noch gar keinen Spieler von der Bank gebracht. Das war bitter. Und da packt er die Sense aus, um Himmels Willen. Er versucht ihn da durchzuspielen. Von Robben hat noch gar nichts gesehen. Ah! Das Spiel voran. Schauen wir mal, ob was dabei rumkommt. Robben. Jetzt kann er Robben. Einfach mal rausgedroschen. Absolut keine Chance, diesen Riegel zu knacken. Läuft ganz gut auf der Seite, aber jetzt braucht er jemanden, der ihm hilft. Robben! Er tastet sich ran. Wieder mal richtig gut verteidigt. Der kommt richtig lang. So, alle einmal durchatmen. Das war brenzlig. Manuel Neuer, schalalalalala. Yo! Nächste Riesentorschuss. Kein Tor, aber spätestens jetzt müsste die Hintermannschaft doch gewarnt sein. Das weiß man doch, dass er diese Situationen liebt. Mit Tempo, mit Dynamik, aus dem Rückraum nach vorne stoßen. Bam. Schon geil. Es gibt Ecke, glaube ich. Nein, Abschluss.
Hattrick beim ersten Spiel für Lewandowski. Wie peinlich ist das denn? Abgenommen. Und dann lasst er sich Zeit, er lässt sich Zeit und knallt ihn rein. Schlicht und einfach der perfekte Tag. Neuer Spielstand 3:0. Robben, da musste er reingehen, andernfalls wären sie vollkommen blank gewesen. Und jetzt ist es Ausschluss vorbei. Der FC Bayern gewinnt das erste Gruppenspiel mit 3:0 mit allen drei Toren. Robert Lewandowski. Von ihnen zu erwarten. Ein Auftaktsieg, das ist genau das, wovon das sind die Statistiken. Bayern zu Recht 3-0 gewonnen. Eigentlich schon viel zu niedrig. Und bester Spieler am Platz natürlich Robert Lewandowski mit 8,5. Wie haben die anderen Partien oder andere Mannschaften gespielt? Atletico Madrid 0-0 gegen FC London oder Arsenal London. Borussia Mönchengladbach 1:0 gegen FC Groningen. Manchester United 1:3 gegen Benfica. Was noch? Barcelona verliert gegen Manchester City. Keine Ahnung. Porto 2:0 gegen Sparta. Real Madrid verliert 0:1 gegen Juventus. Galatasaray 1:1. Paris Saint-Germain 2:0 gegen Wolfsburg, Basel 2:2, North London 0:0 gegen PSV und Olympiakos verliert 0:1 gegen Tel Aviv. In der Gruppe sieht es jetzt wie folgt aus: 3 Punkte für uns und Lyon, Gent und Lazio gehen leer aus. Jawohl. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, das war schon wieder ein Part Pro Evolution Soccer 2016 mit der UEFA Champions League, jetzt heute mit dem ersten Part. Ja, nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Gruppenspiel. Gruppenphase Spieltag 2, FC Bayern gegen Olympique Lyon. Das solltet ihr nicht verpassen. Einschalten, nächste Woche geht's weiter. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao!